So, da haben wir einmal den nächsten Fund und es ist definitiv eine Münze. Meine Güte, immer diese Sprachfehler. Und wir haben hier die ist schon ziemlich angegammelt wieder. Sieht nach, sag schon, Pfennig aus, 10 Pfennig oder so. Hier ist auch so eine irgendwie so eine Rost Entwicklung an deiner Seite, aber da könntest du leicht sehen, die Münze ist drin. Schönes Teil. Ne, irgendwie kriegt das gerade nicht ab. Muss ich abklopfen, aber hier hinten erkennt man auch auf jeden Fall nochmal das Blatt. So, da hinten kann man auf jeden Fall nochmal die Rückseite erkennen. Ist jetzt nichts Wildes, aber Münze ist Münze. Ich habe auch jetzt nichts mehr gehört hier in dem Loch. Hier waren noch ein bisschen Pulltabs. Ich habe erstmal für mich so ein bisschen gegraben. Aber das war's dann auch. Dann kam zum Schluss jetzt immer diese Münze zum Vorschein. Und ich mir gedacht, das muss ich euch zeigen. So, und nächstes Signal. Mal wieder mehrere Signale in einem Loch. Einmal Pulltab. Und was haben wir noch? Ach Gott, das kommt mir hier Stein jetzt hingegen. Super. Okay, hier haben wir es. Ach Gott, guck mal. Geil. So, es kommt auch mal zum Vorschein, ne? Ein bisschen Eis. So. Das wollen wir aber nicht. Meine Güte, wie tief. Richtig seitlich reingraben. So. Da haben wir es. Was ist das? Sieht aus wie ein alter Nagel. Okay. Und ja, das war's jetzt wirklich. Na, guck mal. Hier 3 Fundstücke. Zwar nicht metallisch, aber waren wir drin. Ab in den Beutel damit. Und zumachen. Ein bisschen Erde drauf. Und dann passt das. So. Willkommen beim nächsten Fund. Beziehungsweise Signal. Da soll's sein. Und dann gucken wir mal wieder zusammen. Na, komm schon. Was soll das denn? Ich mache schon immer so eine kleinen Löcher mit dem Spaten. Da muss ich mit dem Grabungsmesser noch so weit hinterher, das ist echt eine Frechheit eigentlich. Geht da gar nicht. Na komm schon. Damit. Oh, was ist das? Ja, das sieht wieder nach diesen D-Mark-Zeiten aus. Also wenn es eine Münze ist. Oh, da kann man gar nichts mehr. Schade drum. Okay. Was soll's? Ist nicht wahr. Noch mehr. Puh, alter Schwede, da muss ich jetzt aber einen Spaten holen. Das Teil muss ich auch mal ausmachen. Da ist ja viel, viel mehr drin, als ich gedacht habe. So, das machen wir jetzt schön live. Wer weiß, vielleicht ist da ja was richtig Geiles dran. Ich würde mich auf jeden Fall mal freuen. So,
den zur Seite. Ne. Da haben wir ihn. So. Der gemeine Pull-Tipp. Da ist er. So, mal schauen. Ne, und das war's auch. Mit diesem Fund. Beziehungsweise mit diesem Loch. Auf geht's. Bis zum nächsten. Wünsche mir Glück. So. Nächstes Signal. Da haben wir es. Und wir gucken mal, was wir da haben. Ich sehe es schon. Das kann nur das sein. Das ist Aluminium. Mal kurz schauen, ob da was noch drin ist. Nee. Na gut. Bis zum nächsten, Leute. Und wir haben einmal das nächste Signal. Da soll es sein. Wir gucken nochmal zusammen. Das macht ja auch Spaß, ne? Ich sag euch, das dauert nicht mehr lang und dann werde ich hier vor Freude explodieren, weil ich irgendwas Geiles finde. Da an der Seite haben wir es. So, jetzt aber. Leute, das ist teilweise so tief drin. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Detektor mal ein bisschen anders einstellen soll. Aber es bringt ja wirklich was. Ich meine, die Funde kommen ja. Das kann ja auch immer was Gutes sein, aber guck mal, wie tief das jetzt hier geht. Ne? Das sind bestimmt locker 20 Zentimeter und es geht immer noch tiefer immer. Das ist schon gar nicht so ohne. So, das schockt mich. Echt nicht. Ich hole hier gleich nochmal den Spaten für das andere Loch. Ich habe hier nämlich noch gerade ein zweites Loch nebenan. Und dann gucke ich hier eben mal fix. Aber ich habe gehört, das soll direkt in der Oberfläche sein. Und hier haben wir wieder historischen Code übrigens. Ah, was ist das denn? Habe ich hier schon mal gegraben? So. Da haben wir es. Aluminium. Okay. Das soll es auch wirklich gewesen sein? Nee. Da sind noch so Bruchstücke drin. Das ist natürlich nervig, ne? Da habe ich noch so ein bisschen Aluminium mit drin gefunden. Da auch. Okay, gut, dann haben wir das auf jeden Fall. Dann werde ich hier irgendwie schon mal ein Loch gegraben haben und tatsächlich lackiert auch noch was dran. Keine Ahnung. So, jetzt holen wir aber einmal den Spaten für das Loch. Und dann gucken wir mal. Kann ja nicht sein, dass ich hier immer so viel
da reingraben muss. Nein! Nein! Mein Wecker! Ich muss los! Ah, ist mir egal, jetzt hören wir den Wecker nochmal kurz nebenbei. Da soll es Fundstück sein. Ja. Das soll es sein. Oh mein Gott, der Wecker, der nervt so hart. Aber wir haben auf jeden Fall eine Münze gefunden, die schon super abgegammelt ist. Da haben wir es. So. Okay. Es nützt ja nichts. Bis zum nächsten Video, Leute. Ihr hört den Wecker. Ich muss los. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.